Ciao Belli, Louis hier wieder für euch am Start. Wie geht es euch? Hoffentlich gut. Bei mir, ihr wisst ja, dank dem Herrn, alles bestens. Gibt mir heute wieder hier die Möglichkeit, euch was vorzustellen, was ganz Tolles, Leute. Und zwar, davon habe ich echt wirklich wenig gesprochen, aber dafür habe ich mir jetzt einen ganz tollen Duft rausgesucht, der den repräsentiert, okay? Und zwar Chypre. Das ist ein Chypre-artiger Duft, okay? Und ich sage euch mal, von wem der ist. Der ist von Roya Duff. Ich habe auch hier nur einen kleinen Abfüllung und die neigt sich hier komplett dem Ende zu. Ihr seht, hier sind nur noch ein paar Tröpfchen mit drin. Toller Duft, habe ich sehr gern benutzt, ja. Allerdings, und bevor der zu Ende geht, wollte ich euch unbedingt hier noch ein paar Sachen sagen. Toller Duft, ja, vom Master Parfümeur Roya Duff. Wer denn sonst? Ja, ist wirklich Weltklasse-Teil. Hohe Qualität an Nische. Das ist wirklich, was man unter Nische versteht. Roya-Düfte, die sind wirklich hochqualitative Ingredienzen, okay. Wie gesagt, besondere Düfte. Das ist ein Chypre-artiger Duft, ja. Für mich persönlich sind Chypre-artige Akzente drin. Nicht für mich persönlich, das ist so. Die Chypre-artigen Akzente sind halt die zitrische Kopfnote, das Blumige, okay. In der Herznote und dann kommen so dieses Moosige in der Basis, ja, oder Patchouli auch damit drin, erdig, moosig bisschen. Tolle, tolle Kombination, ja, und hergestellt natürlich von François Coty, ja, der Master Parfümeur allgemein, ja, 1917, überlegt man schon, fast 100 Jahre diese Duftfamilie von Chypre. Und ja, wie gesagt, ihr wisst ja, zitrisch, blumig und moosig hier in der Basis, dann sprechen wir von zyprischen Düften, ja. Und die ändern sich manchmal, ja, aber wenn halt ihr ganz genau seht, könnt rauslesen, zitrisch in der Kopfnote und dann blumig im Herz und in der Basis dann halt ein bisschen moosig oder erdige Düfte, dann könnt ihr auf jeden Fall davon ausgehen, dass es ein Chypre-Duft ist. Ganz toll, ja, ganz toll für mich persönlich, aber das sind so eher die Düfte, ich bin halt damit groß geworden und zwar Ladylike over 50. Und zwar, ich bin ja mit diesen Düften groß geworden. Meine Tante, meine Oma haben das sehr gern getragen, chypreartige Düfte. Deswegen korreliere ich halt mit diesen Erfahrungen auch dieser Damen. Bedeutet nicht, dass es ein Duft über 50 sein muss, wenn es euch gefällt. Und vor allem auch die Männer, ja. Es ist für mich definitiv eher eine Damenrichtung 100%, 90%. Aber wenn ihr diese Duftrichtung mögt, ihr Herren, könnt ihr sie auch nehmen, ja, können also 10% Unisex ist hier auf jeden Fall mit dabei. Definitiv. Alltagsduft passt zu jeder Saison und vor allem der hier von Roya, der ist mega stark, okay. Diese Riske, toller Duft, den solltet ihr mal erschnuppert haben. Aber bevor ihr ihn blind kauft bei Foscher-Düfte und Chypre-Düfte, würde ich euch wirklich abraten, blind Buys zu machen, ja, weil dann lieber euch in der Community nachschauen, ob ihr irgendwo so 1 Milliliter Abfüllung bekommt für ein paar Euro, dass dann wenigstens eure Nase das erstüffelt hat, definitiv, Leute. Ingredienzen sehr hochwertig, ja, hier seht ihr, wie ich euch schon vorher gesagt habe, Bergamotte, das Zitrische im Opening, ja, dann kommt Ylang-Ylang, Kamille ist hier mit drin, Pfirsich kann ich auch voll gut hier rausschnuppern und das Moosige unten in der Basis. Zu diese Ingredienzen, die könnt ihr gut erschnüffeln. Der Duft an sich hat aber mehrere und die kann ich jetzt gut raus erschnüffeln, deswegen schreibe ich sie auch auf immer. Und schaut ihr nochmal in der Beschreibung des Parfüms, was ihr da noch rausschnüffelt. Und könnt ihr mir vielleicht unten in den Bemerkungen reinschreiben. Würde mich freuen. Auf jeden Fall bin ich hier jetzt schon fertig. Das wollte ich euch auf jeden Fall noch, bevor es fertig wird, auf den Weg auch geben. Ja, Roya Parfüms und zwar Riske. Top Duft auf jeden Fall. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund. Ciao, Belli.